Grüß euch bei der Sicherheitsserie von Bergwelten. Die Ricky hat uns heute in ihr Heimskigebiet mitgenommen, die Seegrund bei Innsbruck. Wir verlassen jetzt gleich die gesicherte Piste und worum es beim Abfahren im freien Gelände, egal ob auf Skitour oder beim Variantenskifahren geht, das ist ganz klar ein Fall für zwei. Bevor man ins Gelände geht, macht man einen allgemeinen Ausrüstungscheck. Das heißt, man überprüft, ob man alle wichtigen Sachen dabei sind. Zuerst natürlich die Notfallausrüstung, LVS, Schaufel, Sonde, Sicherheitsausrüstung, Helm und auch den Airbag, wenn man dabei hat, den man natürlich sofort aktiviert. Und dann noch die anderen Dinge wie Erste-Hilfe-Backel, Biwaksack, auch dabei. Felle, eventuell müssen wir aufsteigen, ist auch dabei, Sonnencreme, was zum Trinken, Schwamm haben wir an. Einfach alles, was man für den Tag braucht. Abschließend tut man das Ganze dann mit dem LVS-Check. Okay, da kontrolliere ich die LVS-Geräte. Wir machen einen großen LVS-Check, Sende- und Empfangskontrolle von jedem Gerät. Nehmt eure Geräte bitte heraus. Und schaltet sie in den Suchmodus und merkt euch dabei bitte die Batterieanzeige. Dann schalte ich auf Senden und Ricky, sei so nett, sagen wir die Entfernung. 1,7. Passt, Walter. 1,5. Perfekt, bitte eure Geräte auf Senden schalten und so verstauen wie für die Skitour. Das heißt, entweder innenliegende Reißverschlusstaschen im Hosensack oder am Tragesystem. Ich schalte jetzt mein Gerät in den Suchmodus und ihr fahrt jetzt bitte im Abstand von 3 Meter zueinander an mir vorbei. Dann schaue ich, ob eure Geräte auf Senden. Ricky, als Erste bitte langsam an mir vorbeifahren. Passt, Walter. Okay, jetzt schalte ich mein Gerät auf Senden, verstaus in meinem Hosensack. So, Ricky, können wir starten? Bevor man rausfährt, checkt man das Gelände und vor allem auch Gefahrenzeichen, die auf eine Lawinengefahr hinweisen. In unserem Fall, wir haben ein bisschen ein Triebschneeproblem gehabt und da sieht man Lawinenanrisse da oben. Die muss man in die Bewertung mit einfügen. Das andere sind Setzungsgeräusche, Rissbildungen, eine starke Durchfeuchtung der Schneedecke, sodass man wirklich auch die Planung, was der Lawinenlagebericht sagt, ins Gelände übertragen kann. Für die Abfahrt relevant sind die Sammelpunkte. Die sind eine Insel der Sicherheit und müssen folgende Kriterien erfüllen. Sie müssen lawinensicher sein, absturzsicher sein, das heißt nicht vor einem Felsabbruch oder ähnlichem. Außerdem sollen sie sichtbar sein, dass man mit Stockzeichen kommunizieren kann und entsprechend dem Können der Gruppe oder den Verhältnissen nicht so weit weg. Das heißt, bei dem eher durchwachsenen Schnee heute werden wir eher kürzere Abstände wählen und ich glaube, da unten die Kuppen wäre ein super Punkt, wenn wir zum ersten Mal zusammenwarten. Was wir auch beachten müssen, sind die Abstände bei der Abfahrt. Prinzipiell halten wir immer 30 Meter Abstand zueinander. Ab einer Steilheit von ungefähr 35 Grad fahren wir einzeln. Das entlastet die Schneedecke ein bisschen. Das Ganze ist überschaubarer. Man kann sich gegenseitig beobachten und im Falle von einem Unfall besser reagieren. Und es macht einfach mehr Spaß, wenn jeder sein Tempo fahren kann. Das heißt, wir haben jetzt unseren Sammelpunkt da unten bei der Kuppe bestimmt und fahren das nächste Segment einzeln ab. Was? Die Orientierung ist beim Geländefahren natürlich ein Thema. Auch ohne Karte oder GPS geht es darum zu wissen, wo man sich in Relation zum Ausgangs- und Zielpunkt befindet, wo Schlüsselstellen sind und wo man zum Beispiel eine Abzweigung erwischen muss. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht über den Querweg hinausfahren, sondern links abzweigen, sonst verpassen wir die Traverse zum Skigebiet. Außerdem ist jetzt vor uns eine Schlüsselstelle, der Kran wird enger und wir müssen schauen, wie wir da gut rüberkommen. Okay, Ricky, starten wir.
Okay, zum Schluss hin nochmal das Thema Kommunikation. Trifft sie sehr gut, weil wir da so eine Rinne haben, die eine Gefahrenstelle für uns ist. Ich würde sagen, das machen wir einzeln, dass wir da rumfahren und danach in 30 Meter Abständen bis zur Piste. Wir dürfen uns an der Stelle bei euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei der Sicherheitsserie von Bergwelten und wünschen euch einen tollen Skitourenwinter. Servus! Geht's schon richtig? Schmeiß die Arbeit!